So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Was machst du da? Wir wollen heute wieder das Türchen Nummer 16 öffnen. Was heißt wieder? Haben wir es schon mal geöffnet? Nein, natürlich nicht. Ich bin so redefaul, ich beiß mir immer so auf die Zunge. Ich bin nämlich komplett müde. Das heißt, wir machen jetzt erstmal ein Ali sein Türchen auf, Türchen Nummer 16, und hoffen nicht auf die Fische. Nein, es sind keine Fische, es sind diese komischen kleinen Dinger. Das trifft übrigens auf alles zu. Alles sind kleine Dinger. Hier steht sogar eigentlich immer, was das sein soll. Das müssten Fleisch, Trüffel, Wild sein. Ja? Kann ich aber jetzt mal vorlesen, wenn ich sowas hab. Das gönnen wir jetzt dem Adi, dass er das snacken kann. Ihr seht auch meine Hand, die hat drei Einschusslöcher. Die sind auch vom Adi. Der Adi hat gestern wieder wild um sich geschossen. Aber alles gut. Wir verstehen uns auf jeden Fall. Zieht er schön den Sabber abschmieren, habe ich gestern gelesen. Deswegen mache ich das nämlich überhaupt. Und wir kommen zum großen Türchen für den Dicken, genau. Adi, du kannst dich jetzt wieder hinten an die Tür setzen und traurig gucken. Ich suche so lang. Hier unten ist die 16. Naja, Deckel ist schon mal nicht spannend, ne? Aber vielleicht bietet es gleich mehr. Was steht hier? Schweiger. Privatbrauerei Schweiger. Da fällt mir nichts mehr ein. Helles Export. Privatbrauerei Schweiger. Auch hier. Das erinnert mich jetzt aber irgendwie an Kronbacher. Keine Ahnung. Dann habt ihr das Etikett hier oben. Feinste Braukunst nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Helles Export. Privatbrauerei Schweiger. Das sieht gar nicht mal so extrem künstlerisch aus wie bei den anderen, wo ein halber Picasso drauf gemalt ist. Das sieht hell aus, das sieht freundlich aus, das sieht von der... Jetzt erinnert es mich auch irgendwie an Becks von der Aufteilung. Die Flasche ist auf jeden Fall ultra, ultra kantig hier unten, da reißt man sich gleich alles ab. Hat, wo steht's? 5,3% Slow Brewing, okay. Etikett gefällt mir eigentlich, aber mir fehlt trotzdem irgendwo das jugendliche Spritzige, was ich vermisse. Ich würde trotzdem, obwohl eigentlich ist das ein Standard-Etikett. Eigentlich, so sieht fast jedes Bier aus, was irgendwo im Regal rumsteht. Trotzdem würde ich, ich finde eigentlich nichts Negatives daran, ja. Ich kann nicht viel kritisieren. Sagen die Leute, boah, bei anderen, da ist so viel Mühe dahinter. Der gibt nur 3. Und jetzt bei diesem lausigen Etikett eine 4, das geht gar nicht. Sind wir mal fair und geben trotzdem eine 4. Mir gefällt das eigentlich, ist eher schlicht, ist trotzdem freundlich. Wenn man das so sieht, nimmt man sich ein paar mit, sehen gut aus im Regal, ne? Wirkt erhellend und nicht deprimierend. Von mir also 4 Punkte für das Etikett. Jetzt müssen wir es aber aufmachen. Jetzt gehen die Punkte verloren. Also bis jetzt war es immer so ungefähr. Der Adi, der sucht. Gut, der hat es ja schon, egal. Jetzt schenken wir es mal wieder ein und sind mal gespannt. Wenn wir uns die Farbe angucken, ja, das sieht, es steht natürlich hell drauf, es dürfte also sowieso ein bisschen unscheinbar daherkommen. Vielleicht hat es ja trotzdem eine klare Note. Eine hellgoldene klare Note, keine Ahnung. Irgendwas Geniales auf jeden Fall. Ich lasse den Restschluck mal kurz drin. Ich will nicht, dass das schon wieder so extrem überläuft. Wir zücken unser Bier-Tasting-Glas. Das zirkuliert auf jeden Fall mega. Der Schaum ist mir schon wieder viel zu schaumig. Ich wollte es eigentlich noch retten. Es ist trotzdem was runtergelaufen. Okay, also die Farbe, es ist auf jeden Fall klar. Es ist ultra klar. Das sieht eigentlich gut aus, sagen wir mal so. Es zirkuliert so viel, aber das ist mir schon eigentlich zu viel. Der Schaum ist schon wieder komplett aufgestiegen.
Ich kann ihn nicht schon wieder wegsaugen. Farbe bekommen von mir, trotzdem Farbe und Schaum. Das schäumt mir zu sehr. Trotzdem ist Schaum da. Trotzdem ist es nicht trüb. Kriegt mal 3 von 5 Punkten bei Farbe jetzt. Bei Farbe und Schaum, ja. Irgendwie macht es das sehr gut, aber irgendwie macht es auch ein bisschen zu gut, meiner Meinung nach. Dann haben wir den Geruch. Wir haben 4, wir haben 3. Wir haben Geruch. Es riecht sehr unscheinbar. Okay. Hat ein bisschen einen bitteren Geruch, wenn man bitter überhaupt riechen kann. Wirkt aber nicht sonderlich ansprechend, aber auch nicht sonderlich abschreckend. Ich würde hier auch eine 3 geben, also das normale Mittelmaß. Und wir kommen einfach direkt zum Probieren. Ja, ich habe den Schaum schon probiert, trotzdem, den muss ich nochmal kurz wegnehmen. So, Schaum ist weg, wir können das Bier jetzt probieren und ich bin gespannt, bisher ein mittleres Bier, ne? Mal gucken, was ist geschmacklich, der Finger muss weggespreizt sein, wir sind im gehobenen Kreis. Auch noch nicht. Können wir den Rest aber noch einschenken vom Schweiger. Trink oder schweig. Ist das etwa vom Till oder was? Heißt der so? Ich sag mal so, man kann es gut trinken. Ihr merkt nämlich gar nicht, dass das Bier ist. Wenn ihr absetzt und denkt, jetzt kommt bestimmt dieser Spülmittelgeschmack oder das extrem bittere, was ja Spülmittel dann sein soll, bleibt irgendwie auch aus. Also ich habe irgendwie keinen präsenten Geschmack beim Trinken, ich habe aber auch keinen Nachgeschmack beim Absetzen so richtig. Ja, dadurch kann man es eigentlich gut trinken und viel trinken. Der Schaum war nur schlimm, aber das Bier an sich, das geht eigentlich. Ich würde sogar, aber gibt man jetzt schon wieder Mittelmaß, weil man gar nichts schmeckt so richtig. Oder sagt man, das lässt sich so gut trinken, dass man eben eine 4 gibt von 5, ja. 5 würde ich nicht machen. Ich gebe mal eine 4. Dann hat es 4, 3, 3, 4. Ihr könnt wie immer zusammenzählen und das Ergebnis unten hinschreiben, was eh keiner macht, habe ich gesehen. In der ersten Folge hat das die Joelle, glaube ich, mal gemacht und dann das unten hingeschrieben, sonst macht das keiner. Steht fest von meiner Seite aus, 4 von 5 Punkten geben wir dafür einfach. Ist besser als gedacht. Ich habe jetzt gedacht, wirklich, das ist wieder so Wasser mit Ultra-Nachgeschmack und es verzieht sich dir alles, aber... Es hat mehr Geschmack als Wasser, aber dann weniger Nachgeschmack als Spülmittel, deswegen. Wir nehmen das also mit, wir trinken das noch aus. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Da verzieht sich nix.